Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Donnerstag, der 26. März 2020, 14.37 Uhr. Die Neuigkeiten heute? Wir freuen uns, einen neuen Zugang auf Rollyland zu begrüßen zu dürfen. Marcus! Ich hoffe, dass sie ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Das war alles und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, ja! Und hiermit herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Animal Crossing. Leute, mein Nookphone klingelt. Ich muss ganz kurz rangehen. Wartet kurz. Hallo? Hallöchen, hier ist Snap aus Nooks Laden am Apparat. Ich spreche doch gerade mit Sandy, oder? Ja. Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 144 Sternis auf dein Konto überwiesen. Was habe ich denn in Gottes Namen verkauft? Aus Versehen, Leute. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig unser Angebot nutzt. Bis bald dann, hoffentlich im Laden. Oha, Leute. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas in der Kiste verkauft habe. Auf jeden Fall stehen wir hier. Hier ist die Sandy. Sie hat noch ihre Schaufel in der Hand. Das ändern wir mal hier ganz kurz. Wir haben einen neuen Mitbewohner und das ist Marcus im Stream. Oh, hier wachsen wieder Orangen. Nice, Leute. Im Stream haben wir Marcus gesucht und gefunden, Leute. Wir sind auf eine andere Insel gereist und haben dann Marcus gefunden und wir gucken. Hallo, bitte lass mich rüber. Bitte, jetzt lass mich doch rüber. Danke. Und wir gucken mal. Oh, da ist Marcus sein Haus. Oh mein Gott, hat er ein tolles Haus. Als ob. Leute, das ist Marcus sein Haus. Warum hat hier jeder ein schöneres Haus wie ich? Ich fühle mich absolut gemobbt, Leute. Sigis Haus ist auch so schön. Falls ihr Lust habt, Leute, auf einen weiteren Livestream von Animal Crossing, wir streamen heute ab 16.30 Uhr wieder Animal Crossing auf Twitch unter twitch.tv/nickroll. Kommt gerne vorbei. Ich lade euch natürlich auch wieder auf meine Insel ein und dann könnt ihr hier mit der Sandy ein bisschen chillen. Es ist jedes Mal sehr, sehr lustig mit uns und es gibt tatsächlich viel zu tun. Hier habe ich noch zwei Häuser, die ich noch bauen muss, Leute, aber das dauert ewig. Marcus! Marcus, schön, dich wiederzusehen. Marcus! Da ist er! Hi! Hi, Marcus! Holla die Host Sandy! Schön, dass du gleich mal vorbeischaust. Das Auspacken wird mir sicher noch den ganzen Tag beschäftigen, aber ab morgen bin ich zu allem bereit. Als Nachbarn können wir jetzt jeden Tag die tollsten Sachen unternehmen. Ah! Das ist super, Marcus. Ich freue mich mega, dass du da bist, ehrlich gesagt. Und hoffe, dass wir gute Freunde werden. Marcus und ich haben uns eben getroffen auf dieser Insel. Und, oh mein Gott, guck mal, wir können hier einmal rum, einmal komplett die Dings schwenken. Und guckt mal, wie er hier aufräumt. Er ist mega knuffig, Leute, oder? Er ist mega knuffig. Aber ich glaube, er hat irgendwie gefühlt jetzt keine Zeit mehr für uns. Okay, dann gehe ich mal, Marcus. Bis dann. Danke, dass du da bist. Dankeschön. Okay, Leute, also nachdem jetzt Marcus absolut keine Zeit für uns hat und ich irgendwie jetzt auch gerade nicht so wirklich die Lust verspüre, hier weiter an den Häusern zu arbeiten, kann ich euch mal ganz kurz mein Zuhause zeigen. Hi! Hi! Sie lässt sich hier auf meinem Reifen nieder. Hi, Philippa. Wie geht's dir? Mann, ist das bequem. Wenn ich nicht aufpasse, schlägt mein knallhartes Popöchen noch Wurzeln. Ja, kannst du gerne. Kannst du gerne, Philippa. Das macht nichts. Ich freue mich, weil wir, Philippa und ich sind nämlich beste Freundinnen, Leute. Philippa ist nämlich eine der beiden Inselbewohner, die von Anfang an auf meiner Insel gewohnt haben. Und sie scheint den Reifen, den ich gebastelt habe, richtig, richtig cool zu finden. Außerdem habe ich Post bekommen, aber das ignorieren wir jetzt. Habt ihr meinen schönen Kranz gesehen? Auf meinem Haus? An meinem Haus? Vor meinem Haus? An meiner Tür? Oh mein Gott, an meiner Tür. Dann ist das mein Zuhause, Leute. Herzlich willkommen bei der Sandy zu Hause. Das sind meine Fischis. Namenlose Fischis. Hier ist Isabel. Isabel ist mein Koi, den habe ich auch im Stream gefangen, Leute, auf einer anderen Insel und ich liebe Isabel, sie ist mega, mega cool. Dann habe ich mir außerdem ein neues Bett gemacht, Leute, sieht mega bequem aus, Leute, oder? Das ist mega bequem, einfach nur mega. Endlich habe ich kein Feldbett mehr, das wurde echt Zeit. Und dann habe ich noch, Moment, dann habe ich noch zwei Switches, also eine für mich und eine für Besuch, weil wisst ihr Bescheid. Dann habe ich hier so einen, Moment, wartet kurz, wartet, ich krieg's nicht hin.
So, hier ist noch so ein kleiner Seeteufel. Also ich habe 4 Fische, Leute. Gleich 4, weil es war irgendwie nicht genug. Und hier lebt meine Schnecke. Die hat auch noch keinen Namen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Nur Isabel hat einen Namen, Leute. Und die Wanddeko hier habe ich von der Blackie geschenkt bekommen. Ey, Blackie, und Dankeschön für die coole Wanddeko. Die sieht mega cool aus. Denn das Problem ist, Leute, ich habe auch andere Wanddekos schon gekauft und auch geschenkt bekommen. Nur die haben dann alle keine Fenster mehr. Das verstehe ich nicht ganz, warum dann die Wand plötzlich die Fenster überdeckt. Das ist ein bisschen weird, Leute. Dann ist hier mein Außenbereich. Hier haben wir einmal ein Lagerfeuer und hier eine Bank zum Hinsetzen. Und zum Chillen und Verweilen. Wenn Besuch kommt oder die Philippa. Na, Sandy, hi. Hey, Sandy, kann ich dich kurz wegen was nerven? Dauert auch nicht lang, Pieks. Hast du schon bei Markus vorbeigeguckt? Vielleicht geht's nur mir so, aber seitdem die Nase hier wohnt, hat Rollyland ein ganz anderes Flair. Oder bilde ich mir das nur ein? Jedenfalls hat der Gedanke eine Kettenreaktion in meinem Oberstübchen ausgelöst. Wie schaffen wir es, dass mehr coole Socken wie Markus auf unsere Insel ziehen? Wenn es nach mir ginge, könnte Rollyland ruhig noch mehr Persönlichkeit vertragen. Nicht falsch verstehen, die Stimmung hier ist echt der Knüller, aber da ist doch bestimmt mehr drin, oder? Als Ansporn habe ich was Cooles für dich organisiert. Dafür findet sich sicher ein gediegenes Plätzchen. Oh, schenkt sie mir was? Danke, Philippa. So eine Sitzgelegenheit macht inseldekotechnisch immer schwer was her, Pix. Und jetzt los, du hast eine Mission zu erfüllen. Projekt Neue Nasen startet jetzt in Farbe und in Bunt. Danke, Philippa, das ist sehr, sehr lieb von dir. Wir gucken gleich mal, was sie uns geschenkt hat, Leute. Sitzgelegenheit. Wir platzieren es hier einfach mal ganz kurz. Nice! Das ist doch nicht schlecht, oder? Okay, die nehmen wir jetzt als allererstes mal mit und suchen mal ganz kurz Siggi, weil ich glaube, dass ich euch auf YouTube zumindest Siggi noch nicht gezeigt habe. Siggi! Oh, hi, wer bist du denn? Und warum stehst du hier? Tina, das ist Tina, Leute. Guten Tag. Ja, servus. Servus, Tina. Momentchen. Habe ich dich nicht vor einer Weile schon mal im Laden gesehen? Jupp, du siehst aus wie Sonic, Tina. Mach dir nichts draus, falls du es vergessen hast. Ich bin Tina. Hatte ich vergessen, schön dich kennenzulernen, Tina. Ich bin eine alte Freundin von Depp, Schlepp und natürlich auch Tom Nook. Eine ganz alte Freundin, okay. So habe ich von Rollyland gehört und kam hierher, um Kleider und anderen Kram zu verkaufen. Oh, nice. Langfristig träume ich davon, hier ein Geschäft zu eröffnen, aber erst, wenn ich einen Kundenstamm habe. Ich werde bestimmt jede Woche ein paar Tage bei euch auf der Insel sein, also sprich mich ruhig mal an, ja? Ach, weißt du was? Wo wir schon dabei sind, möchtest du mal sehen, was ich heute im Angebot habe? Ja, logisch, zeig her, Tina, ich liebe Sachen. Also ich habe mir mein Kleid übrigens, habe ich mir selber gepixelt, Leute. Spitze, dann zeige ich dir gleich mal, was du heute Tolles bei mir kaufen kannst. Da bin ich gespannt. Nice. Oh mein Gott, die sind mega, Leute. Die Stiefel, was ist das? Neon-Leggings. Ja, Neon-Leggings sind ein bisschen schwierig, oder? Oder sehe das nur ich so? Ja, okay, also der Ringelpulli ist süß, aber die Stiefel sind mega. Ja, die Stiefel, die möchten wir bitte. Ist gekauft. Da gibt es wohl ein kleines Problem. Was denn? Ach, meine Tasche ist voll. Warte. Ich komme gleich wieder. Leute, ich habe ein dezentes Sammelproblem. Ich habe auch ein Museum, Leute, wartet kurz. Ich habe hier hinten auch ein Museum, also hier, da ist Eugen, arbeitet im Museum. Und hier sind noch 2 Überbleibsel, aber ich hatte hier auch alles vollgestellt mit Fossilien und so weiter, die ich dann trotzdem verkauft habe. Also ich habe dezente Probleme mit meiner Tasche, Leute. So, dann verkaufen wir mal ganz kurzfristig alles, was nicht niet- und nagelfest ist, hätte ich gesagt. Was definitiv einiges, glaube ich, ist. Seebarsch können wir noch verkaufen, den hatten wir schon mal. Ja, aber so viel war es dann doch nicht, ne? Hier, die Muschel können wir noch verkaufen. So, okay. Wie viel kriege ich jetzt? Bitte, bitte gib mir Geld. Schnell. 2480 Sternis, jawohl. Da haben wir doch, das ist doch nice, Leute. Ich muss unbedingt, heute im Stream möchte ich unbedingt wieder eine andere Insel besuchen. Also so eine fremde Insel. Vielleicht können wir auch wieder jemanden rekrutieren, Leute. Also seid gerne dabei auf twitch.tv/nickwall. Und vielleicht finden wir nochmal so eine coole Socke wie unseren Marcus. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich danke. Ich danke, dass ihr mir meinen Scheiß abgekauft habt. Tina. Tina, ich habe jetzt Platz. Gib mir die Gummistiefel. Bitte. Ich möchte meine Gummistiefel bitte kaufen, bitte. Aber natürlich schau dir ganz in Ruhe an. Ich möchte meine Gummistiefel. Sie versteht's nicht. Was ist mit ihr? So, diese Stiefel. Ja, die möchte ich.
Danke, Tina. Sehr cool. Ja. Sie gibt sie mir auch gleich. Ich muss nicht einen Tag warten. Nee, sonst möchte ich gerade nichts bei dir kaufen. Ich möchte nur die Gummistiefel. Philippa, guck mal, die verkauft Gummistiefel. Möchtest du auch Gummistiefel, Philippa? 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 Philipp, wenn ich zu oft mit Philippa spreche, Leute, dann sagt sie, ich bin creepy. Dann wollen wir mal ganz kurz gucken, was heute neu ist im Nook Shopping. Denn jeden Tag bekommen wir neue Sachen. Kofferplattenspieler, das ist mega cool, aber der kostet 4000. Der Flamingo. Ah, die Hose ist nicht so cool. Blues. Ah, da hatten wir definitiv schon coolere Sachen, bis auf den Kofferplattenspieler. Ich glaube, ich heute noch mal im Stream fragen, ob wir uns den gönnen sollen. Und als letztes machen wir uns jetzt noch auf die Suche nach Siggi. Das ist übrigens Siggis Haus. Siggi hat das coolste Haus von uns allen, Leute. Das ist das mega coolste Haus ever und ich hätte es auch gerne. Aber das Haus gehört Siggi und wir gucken mal, ob er da ist. Ja, er scheint zu Hause zu sein. Leute, das ist Siggi. Und wir lieben Siggi. Siggi ist einfach so cool und Siggi ist sehr, sehr sportlich und sehr, sehr handwerklich begabt. Hi Siggi. Hey Sandy, perfektes Timing. Sieh mal. Was ist das? Ich habe eine Bambusabsperrung angefertigt. Eigenhändig. Die Idee ist mir neulich beim Joggen gekommen, so bei Kilometer 33 meiner ersten Runde. Ja, ich sag doch, Leute, er ist sehr sportlich. Du siehst, wozu Langstreckenlaufen gut sein kann. Die Birne joggt mit. Merkt ihr das? So ein Bastelprojekt ist wie ein richtig hartes Training und somit genau das Richtige für dich, sagt der Sohn. Also, möchtest du dich auch an einer Bambusabsperrung versuchen? Ja, warum nicht? Also, klar. Du hast Glück, dass ich mir immer so gewissenhafte Notizen mache. Die kann ich jetzt einfach weitergeben. Als ob er mir einfach eine Anleitung schenkt. Ich hoffe, meine Schrift ist leserlich. Ich kann ja vor lauter Kraft kaum einen Stift halten, Schlürf. Er ist ein bisschen Angeber. Muss ich ganz klar sagen. Er ist ein bisschen Angeber. Ich persönlich hoffe ja, dass wir noch eine Freundin finden, Leute. Weil wir haben jetzt Markus und Siggi. Das sind ja beides Jungs. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch eine Freundin finden im Stream heute, die bei uns einziehen möchte. Weil es wird sonst ein bisschen jungslastig hier auf unserer Insel. Aber guck mal, wie fleißig er ist. Er hat auch schon einen Schrank hergestellt und einen Tisch. Und ich möchte auch, also ich... Siggi, kannst du mir das auch nicht... Okay. Dann, ich habe ja gesagt, war es mit diesem Überblick über mein Animal Crossing. Ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel, Leute. Ich suchte es auch mega, also immer, wenn ich Zeit habe, Leute. Und falls ihr Lust habt, wieder zu sehen, wie es bei mir so weitergeht, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben, einen Kommentar und lasst sehr, sehr gerne auch ein kostenloses Abo da. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!